So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Familie Peeper hier am Wochenende. Es ist Wochenende. Es ist wunderbar und gut, ich muss mal gerade hier auf Pause machen. Frau Peeper, die ist auf Arbeit, ne? Ja, genau, die muss am Wochenende arbeiten. Aber Katja, die hat heute nichts zu tun außer Hunger. Sie hat Hunger. Da wollen wir ihr doch gleich mal etwas kredenzen, Reste nehmen. Moment, nee, ich gehe lieber auf Öffnen. Denn es gibt immer noch etwas von diesem fürchterlichen Obstkuchen. Einer ist da noch übrig. Aber dann lieber mal Pfannkuchen, ein Gericht nehmen. Und Herr Peeper, der muss pinkeln. Dann beeilen Sie sich mal. Warte mal ganz kurz. Der hat irgendwelche Flecken, ne? Der, warte mal. Der hat irgendwelche Flecken, Herr Peeper, was machen Sie denn? Der hat Flöhe! Herr Peeper hat Flöhe! Zum Erweitern klicken. Kratzig, wegen Krankheit. Es fühlt sich an, als würde eine unsichtbare Insektenarmee über den gesamten Körper von Konrad marschieren. Oh nein! Oh. So, Herr Peeper, aber jetzt erstmal aufs Klo, nicht schnacken. Oh nein, was ist mit dem denn los? Warum ist der denn immer krank? Naja, Katja. Du musst jetzt jedenfalls... Ich glaube, der hat auch irgendwelche Blasensteine oder sowas. Der... Herr Peeper ist inkontinent. Alter, wo soll das mit dem noch hinführen? So, und dann können Sie eigentlich gleich auch dann mal hier duschen. Und dann bitte hier... Haushalt... Nee. Mehr Auswahl, Bestellung, Medizin kaufen. Ruhig zwei diesmal. Und dann bitte hier Medizin nehmen. Vielen Dank für deine Bestellung. Ui, Frau Peeper ist befördert worden. Das ist ja klasse. Heike wurde befördert und ist jetzt Bodensieberin. Sie verdient jetzt ein Simoleon mehr in der Stunde. Das ist der beste Job der Welt. Das ist wirklich, also holla die Waldfee. Was einen Stundenlohn von insgesamt 21 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 300 Simoleons und Früchte für Einsteiger. Die nächste Schicht beginnt am Sonntag um 8 Uhr. Also muss Frau Peeper auch morgen wieder. Aber sie, guck mal, sie ist jetzt wieder da. Und muss auf Toilette, das machen wir doch gerade mal, verwenden. Und dann hier kann sie mal endlich diesen letzten Obstkuchen essen, damit er mal aus dem Haus ist, ein Stück nehmen. Der ist jetzt eine Woche hier drin. Und dann, nee, schlafen braucht sie nicht. Dann ist mir eigentlich egal, was sie macht. Herr Peeper kann dann mal hier Spiel spielen. Sims Forever. So, und Katja, so, du bist frisch, frei und fromm. Und du kannst jetzt, es regnet. Wer bist du denn? Mike Kreutz. Verschwinde, Mike Kreutz. Zu dir wollen wir nicht, du blöder Flanell-Hipster. Ich trage auch heute ein Flanellhemd. Naja, egal. Katja, möchtest du mal reisen ein bisschen? Allein? Gabi Glockner? Nee, eher nicht. Reisen. Denn das habe ich mir die ganze Woche schon vorgenommen. Ich hoffe, es klappt, dass wir heute mal einen kleinen Besuch machen. Und zwar gehen wir nicht irgendwo hin, sondern wir besuchen einfach mal diese Villa hier, was nämlich die Villa Sauerlich ist. So, es sind leider nicht alle da, aber genug.
Das habe ich nämlich die ganze Woche schon geplant und heute lernen wir endlich den Rest unserer Profis in Spe kennen. Und das können wir natürlich nur mit Katja machen. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Huch! Ah ja, dann sind hier doch schon genau die richtigen Männer der Stunde. Die sieht man leider jetzt nicht, weil es wirklich... Es ist so dunkel, man glaubt es gar nicht. Dieses Spiel, also diese ganze Stadt ist einfach so dunkel. Wir gehen besser mal rein. Ich muss hier auch mal noch ein bisschen so an die Tür klopfen. Hoffentlich ist jemand drin, wenn die alle hier draußen stehen. Denn wir haben hier nämlich die zwei, die uns noch im Bunde gefehlt haben. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen gut hinbekommen. Haben wir nämlich einmal, also Klößchen hier, Willi Sauerlich natürlich. Ein Teenager, der mir eigentlich noch viel zu dünn ist. Aber leider habe ich ihn nicht dicker bekommen, ohne irgendwelche Cheats anzuwenden. Ja, ich habe versucht, ihn so ein bisschen mit der braunen Jacke und der gelben Hose, habe ich hier versucht, ihn so ein bisschen, ich habe mich an den Spielen orientiert. Mit ihm bin ich gar nicht so zufrieden, mit hier eben schon eher. Hier haben wir nämlich unseren guten Freund Karl, den Computer Vierstein, der mit seinem grünen Hemd hier die Augen aller Frauen auf sich zieht, was man daran erkennt, dass Katja jetzt zur Tür geht. Ich hoffe, es ist jemand da. Ah ja, natürlich. Hier haben wir nämlich, es ist nämlich folgende Bewandtnis, natürlich können Teenager nicht alleine wohnen. Deshalb habe ich gedacht, bei wem könnten die wohnen? Und da hat sich halt am ehesten angeboten, dass sie dann vielleicht doch bei Willis Vater in der Villa Sauerlich wohnen. Hier haben wir nochmal Hermann Sauerlich als Erwachsenen. Seine Frau, die fehlt hier noch, die gibt es noch nicht. Weil ich keine Lust hatte, um ehrlich zu sein, noch einen Sim zu erstellen in diesem 5-Personen-Haushalt. Die kommt vielleicht noch. Aber ja, jedenfalls, die wohnen jetzt hier. Und den Tim, den haben wir auch schon kennengelernt. Hey Tim, was machst du hier? Ja, Klößchen, du bist ja wirklich ein Tausendsasser. Wann will ich meine Party schmeißen, sage mal? Aber Klößchen, du bist so nicht zu gebrauchen. Mach mal den Fernseher hier aus, bitte. Tag verschönern. Über Kunst reden. Über letzte Party ging hier gerade noch. Respekt zeigen, das gefällt dem Tim. Nach Tagfragen, über Obstkuchen beschweren, kennenlernen, mehr Auswahl. Da war es gerade, über letzte Party reden. Ja, Tim, wo ist eigentlich Gabi? Ist die mal wieder entführt worden? Hallo, Katja. Oh. Also, ich mag Süßigkeiten total. Gibt's hier kein Radio mal, dass man hier mal ein bisschen Schwung irgendwie so ein bisschen reinbringt? Die haben hier alles. Wow, was die für eine schicke Bude haben. Hör mal. Aber leider kein Radio. Naja, egal. Was mache dich? Ja. Ja, wo, was auch immer. Also, wo ist denn Gabi? Die habe ich seit dem Jazzdance nicht mehr gesehen. Was hat Klößchen da eigentlich? Willi, was hat, willst du Schnickschnack Schnuck spielen oder was? Also, Katja hat folgendes Merkmal aktiv. Ja, ich stehe hier einfach mal so rum. Ich bin's, Willi. Zirkuni Swarsa. Gaba, Gaba, Pomeray Quas. Confulibo. Gamarish Brihe. Was machst du denn da, Willi? Was hast du denn da? Marco Halai. Dynamit.
Ach, guck mal, Gabi ist auch da. Ach, herrlich. Die ist doch da und hat sich was zu essen geholt. Ein Würstchen, ein Hotdog, ein Tofu-Würstchen. Wollte gerade sagen, Gabi, die, wäre doch sonst, vertrieben worden vom, wie hieß das nochmal? Grünfriedenverein. So. Tiefgründige Erhaltung ist nicht so gut. Von Herzen kommendes Kompliment. Komm, wir spannen der Gabi den Tim mal aus. Lustig, eine lustige Geschichte erzählen. Was gibt's hier noch? Mehr Auswahl. Lustig. Jemanden parodieren. Mehr Auswahl. Freundlich. Nach Karriere fragen. Also ich bin ja jetzt Künstlerin, weißt du, Tim? Was, wirklich? Ja, das ist ja wirklich eine tolle Sache. Also du bist mir ja echt so ein Sonnengemüt. Habt ihr eigentlich schon hier die Bankräuber? Sind die eigentlich festgenommen, die mich damals entführt haben? Huch. Also, wäre klasse, weil ich möchte nicht, dass die mich nochmal entführen. Also, sonst müssten die ja auf einer Bananenschale ausrutschen. Wo ist das Dynamit hin? Okay, Herr Peber muss zur Arbeit, aber die kümmern sich doch um sich, oder? Hallo, hat der... Warum hat er denn nicht die... Warum hat er denn nicht die Medizin genommen? Geht hier um sich kümmern. Ja. Hallo Kinder. Ihr macht ja hier euren Schabernack, ja. Oh. Möchte ihr ein bisschen Schokolade? Oh, jetzt haben wir sie aber alle beisammen. Nein, Tim, bleib da! Ist das nicht ein schönes Bild? Die Profis ins B, hier auf der Couch. Und schon ist es wieder vorbei. Oh, Tim und Gabi, boah, das müssen wir jetzt mal verfolgen. Ach, was ein süßes Zimmer. Blafi einen neuen Namen geben. Ach, wie putzig. Das ist ja echt eine schicke Bude, das muss man mal so sagen. Und was ist hier los? Wer ist hier? Michael Sommer. Ach so, dieser Typ da mit dem Ringelshirt. Und hier ist auch nichts los. Hier ist er wieder, ne? Jonas Palm, der Verkäufer. Aber schön, dass es hier noch so einen Park gibt. Das ist ja nett. So, können wir vielleicht ein bisschen Schach spielen gegen Karl, den Computer? Das wäre doch eine super Sache mal. Karl? Karl? Ah ja. Ja, ich komme sofort. Ich mach dich fertig, Katja. Da habe ich auch eigentlich eine Idee. Also das könnte man doch mal machen, oder? Ich meine, es ist 18 Uhr. Wenn Katja hier jetzt noch ein bisschen... Ob die hier vielleicht duschen kann? Das wäre ja mal eine Überlegung wert. Und dann könnten wir doch mal... So alle zusammen... Upsa. Oder? Ich meine, die sind ja jetzt noch alle da. Was ist hier los? Bei Regen. Davon könnte ich auch 15 essen. Aber Willi, du hast schon 15 davon gegessen. Ach ja, stimmt. Aber es ist schön hier. Also, das ist echt eine schicke Villa. Also, die echte Villa Sauerlich. Nom, 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 nom.
Du bist so peinlich. Da gehe ich erstmal einen Schritt zurück. Es ist gleich 19 Uhr. Wenn wir mal noch eine Stunde hier ausharren, könnten wir doch vielleicht könnten wir da mal ein bisschen auf die Pirsch gehen, solange Herr Sauerlich dagegen nichts hat. Nein, Kinder, ich macht, was ihr wollt. Ich bleib hier sitzen. So. Mal gucken, ob die Katja gewinnt. Hat die gewonnen? Sieg im Schach! Die hat gegen Karl den Computer gewonnen! Was? Das ist ja... Alter! Das ist ja unglaublich! Dass sie gegen den gewinnt in Schach? Können wir da jetzt mehr Auswahl? Freundlich? Vielleicht stellen wir uns erstmal vor. So. Hey, du Drecksack! Na, wer ist hier der King? Nee. Also, ich bin sehr gut im Schach. Bist du überhaupt nicht? Ich hab dich besiegt. Liebe ist nur was für dumme Leute. Nur was für Paketboten. Ja. Wie den in Teil 10 Panik im Internat. Das sind alles Verbrecher. Plaudert mit Karl und Gabi. Ach, guck mal, die Gabi, die plaudert hier mit. Katja, kann die vielleicht hier duschen mal kurz? Das muss doch möglich sein. Oder wird die dann rausgeschmissen? Duschen. So. Aber was für ein riesiger Fernseher, wenn ich mich daran erinnere, was wir für eine Olle. Das dulden wir hier nicht. Hör auf! Alter, was? Alter! Das ist verboten, das ist unverantwortlich, dass du unsere Dusche benutzt. Dann wenigstens mal Zähne putzen. Geht das, Tim? Weil du bist ein Mädchen und das hier ist die Jungenumkleide. Und deshalb stehe ich jetzt in dir drin. Katja? Alter! Tim, was bist du denn für ein Hai? Haio, wollte ich sagen. Katja? Dann vielleicht mal Zähne putzen, geht das? Das dulden wir hier nicht. Alter, was ein Arsch! Da sieht man, dass Tim der größte Verbrecher in allen TKKG-Hörspielen ist. Hör auf, dir die Zähne zu putzen, das ist nämlich die Küche hier. Na gut, dann eben nicht. Was haben wir hier jetzt noch? Privatsphäre gestört. Also sowas. Okay, gut, aber jetzt sind wir doch, jetzt ist doch spät, jetzt könnten wir doch mal reisen mit Gabi, Tim. Oh, wir kennen Willi noch nicht. Dann geht das leider noch nicht. Warte mal.